Liebe Schachfreunde, ich möchte euch zwei Kurzpartien zeigen, die ich gestern und vorgestern gespielt habe auf der Schacharena. Lustige Partien, die zeigen, was passiert, wenn man sich nicht an Eröffnungsregeln hält oder wenn man irgendwelche dubiosen Züge in der Eröffnung macht, dann kann es nämlich ganz schnell vorbei sein. Die eine Partie gegen einen Gegner, der also mindestens so gut spielt wie ich eigentlich, die lief wie folgt. Oder so schlecht spielt wie ich, könnte ich auch sagen. Also wir sind auf gleichem Niveau. Ich habe also mit dem Damenbauern eröffnet und jetzt kam schon was ganz Komisches aus meiner Sicht. Ich habe hinterher gelesen, nennt sich wohl alte Benoni-Verteidigung. Er kommt hier mit seinem C-Bauern und bietet den zum Fraß an. Der Computer sagt, man soll vorbeigehen. Ich schalte ihn mal eben aus hier. Ich habe keine Ahnung, wie man spielen muss. Und meistens ist es so, wenn sowas kommt, dann ist es der beste Zug, den einfach zu schlagen. Habe ich also auch hier gemacht. So, jetzt kam schon wieder ein komischer Zug. Jetzt ist er nämlich mit dem F-Bauern gekommen. Ich dachte, was ist das denn? Hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, was spielt man jetzt? Also, den kann ich jetzt nicht unmittelbar schlagen. Ich habe mir gedacht, komm, versuch einfach die normalen Eröffnungsgrundsätze zu beherzigen. Also Linien öffnen, Figuren entwickeln. Und darum habe ich jetzt meinerseits den Bauern angeboten, nämlich einfach, um hier die Läufer frei zu bekommen. Meine Springer sind dann frei, die Dame ist frei und ich könnte mich wunderbar entwickeln. Gebe ich ihm einfach den Bauern, habe ich mir gedacht. Er hat ihn aber nicht genommen, sondern gibt Schach. Da hatte ich allerdings auch mit gerechnet. Schach und Angriff hier auf meinen C-Bauern. Entschuldigung. So, ich habe Figuren entwickelt. Soll er auch den Bauern nehmen, dachte ich mir. Denn dann schützt mein Springer diesen Bauern und ich habe auf jeden Fall schon eine Figur im Spiel und seine Dame würde da ziemlich blöd in der Gegend rumstehen. Hat er aber nicht, sondern versucht diesen Bauern zu verteidigen. Ja, und jetzt habe ich gesehen, da ist ja eine schöne Angriffslinie für mich. Und es ist auch in meinem Interesse, hier die Linie auf den unrochierten gegnerischen König zu öffnen. Und darum habe ich, und das war diesmal wohl auch der richtige Zug, laut Engine, geschlagen. Er hätte den besser nicht zurückgenommen, hatte aber. Und damit kann ich jetzt sofort zum Angriff übergehen. Schach mit der Dame. Es war klar, wenn er den König nicht bewegen will, dann muss er seinen Bauern vorsetzen, vertreibt also meine Dame wieder. Aber das hatte ich berechnet, beziehungsweise wollte ich eigentlich, denn ich wollte, dass er hier seine Königstellung schwächt und sofort wieder Schach. Also ich hatte diesen Bauernvorstoß hier provoziert, um diese Linie nämlich zu öffnen. So, wieder Schach. Er geht dazwischen mit dem Läufer und jetzt habe ich wieder angegriffen. Jetzt bedrohe ich nämlich seinen Turm hier. Gibt nicht viele Möglichkeiten. Er hat den Springer dazwischen gesetzt. Ja, und jetzt habe ich hin und her überlegt, wie kannst du jetzt diese Situation nutzen? Der Computer gibt hier schon plus 2,1 für Weiß. Erstens wusste ich das nicht und zweitens, man muss es ja erstmal umsetzen. Also, was soll ich machen? Der Bauer hier könnte von seiner Dame geschlagen werden, denn wenn ich zurück bin mit meiner Dame, dann ist ja sein Läufer frei und könnte wieder zurückschlagen. Das wollte ich eigentlich nicht. Und ich dachte, wie kommst du jetzt zu Angriff? Und dann habe ich einen Zug gespielt, der ein bisschen komisch aussieht. Die Engine hätte den auch nicht gemacht. Ich habe nämlich hier seine Dame angegriffen. Mit der Überlegung, wenn er den schlägt, kommt mein Turm. Die Dame muss wieder weg, hat gar nicht mehr so viele Felder und dann kann ich hier weiterarbeiten, kann vielleicht den Läufer gut rausspielen und habe den Turm hier schon auf der B-Linie, das war meine Überlegung dabei. Er hat aber gar nicht geschlagen, traute er sich wohl nicht, obwohl es der richtige Zug gewesen wäre, sondern Gegenangriff mit seinem Springer auf meine Dame. Ja, und jetzt ist eigentlich einfach, sieht wahrscheinlich jeder von euch, wie man jetzt weiterspielen sollte. Ich schlage einfach seinen Läufer. So, und wenn er den nimmt, wozu es gar nicht mehr gekommen ist, denn hier hat er schon aufgegeben, nehmen wir an, er würde den schlagen. Machen wir es mal. Ja, dann nehme ich seine Dame und habe einen vollen Läufer gewonnen. Und das lässt sich gar nicht mehr verhindern. Also, ganz schnelle Partie mit einer ganz merkwürdigen Eröffnung von seiner Seite. Er hätte besser spielen können. Ich hätte natürlich auch besser spielen können. An der einen oder anderen Stelle, also insbesondere hier, ich gehe nochmal zurück. Der Computer hätte auch so gespielt, durchaus, aber jetzt hätte der Computer diesen Zug hier gemacht. Ich schalte ihn mal ein. So, mit der Idee offensichtlich, wenn er jetzt irgendwas macht, ich mache mal den besten Zug,
dann hier das zu nutzen, entweder um meinen Läufer hier hinzubringen und seinen Läufer, der ja gefesselt ist, anzugreifen oder vielleicht so vorzugehen. Aber das war alles, also steht zwar plus 5,4 laut Engine, aber das muss man alles erstmal sehen und sehen, wie es weitergeht. Der Bauer hier hängt ja, also auf diese Idee wäre ich wohl nicht gekommen. Hat ja auch so geklappt. Und er hätte aber auch besser spielen können, nachdem ich hier angegriffen hatte und ihn mit seiner Dame angegriffen habe, hätte er durchaus, sagt die Engine, den nehmen können. Denn wenn ich jetzt versuche, meinen Plan umzusetzen, die Dame angreife, dann wäre der Gegenangriff stark gewesen. Also jetzt steht sogar leicht besser für Schwarz. Das Beste, was Weiß hier machen kann, sagt die Engine, ist zu nehmen. Dann nimmt er aber meine Dame auch. Und ja, jetzt stehe ich ein bisschen blöd da hier mit meinen Bauern, die alle unverbunden sind. Ich habe keinen Vorteil und das hätte also das Spiel für ihn gerettet. Aber es ist oft so, war zwar keine Live-Partie, sondern eine Correspondence-Partie, aber wenn der Gegner unter Druck ist, macht er Fehler. Und so auch hier. Ja, das war die eine Partie. So, die zweite Kurzpartie, die war sogar noch schneller zu Ende. Die habe ich gespielt gegen einen Dauergegner, der meistens gegen mich verliert. Aber hin und wieder gewinnt er auch mal. Wie lief es hier? Er hat eröffnet mit E4, ganz normal. Ich habe skandinavisch dagegen gespielt. Er nimmt, ist auch richtig. Ich die moderne skandinavische Verteidigung mit dem Springer auf F6. Er verteidigt den Bauern. Schon problematisch. Diesmal habe ich mal das sogenannte Island-Gambit gespielt. Also nicht meinen C-Bauern vorgespielt, wie der Computer das hier vorschlägt, sondern stattdessen den E-Bauern. Sehr gefährlich für beide Seiten. Er hat genommen, ich habe mit dem Läufer genommen. Und jetzt kam ein Zug, den ich nicht unbedingt erwartet habe. Er kommt nämlich mit seiner Dame hier auf B3 und greift meinen Bauern an auf B7. Wie jetzt reagieren? Und wie gesagt, das ist nicht so ein starker Gegner. Darum habe ich mir erlaubt, ihm eine Falle zu stellen, die ein bisschen dubios auch ist. Ich bin mit meiner Dame hier hingegangen, erlaube ihm also, hier einzuschlagen. Hat er auch tatsächlich gemacht, hätte aber besser bleiben lassen sollen. Denn jetzt kommt Schach, verdecktes Schach durch Abzug des Läufers und gleichzeitig Angriff auf die Dame und das Spiel ist schon zu Ende. Gut, er hat jetzt hier noch den Läufer dazwischen gezogen, dann war die Dame perdu und da hat er natürlich dann aufgegeben. Also so schnell kann es gehen. Das ist auch ein Motiv bei diesem Island-Gambit, also es ist nicht unbedingt unüblich, die Dame hier hinzuspielen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf diesen Damenzug, aber das kommt häufig vor im Island-Gambit. Man spielt die Dame hier hin, sperrt zwar diesen Läufer ein, was ein gewisser Nachteil ist, aber man droht immer damit, durch Abzug des Läufers eben Schach zu geben und das kann zu ganz gefährlichen Situationen führen. Wenn der Gegner weiß, wie er reagieren muss, ist es nicht gut für Schwarz. Man hat nicht jetzt verloren oder so, wenn der Gegner nicht drauf reinfällt auf die Falle, aber man tut sich vielleicht ein bisschen schwerer. Also was hätte er sinnvollerweise tun sollen, statt hier unten einzuschlagen? Das war natürlich vergiftet, dieser Bauer. Der Computer schlägt vor, dass er hier den Läufer spielt. Gut, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel jetzt Damentausch anbieten mit unserer Dame. Wir könnten aber auch, und das wäre der Computerzug, einfach hier C5 spielen. Damit blockieren wir diesen Bauern und decken indirekt diesen Bauern und dann steht es einigermaßen ausgeglichen. Man kann weiterspielen, hat aber immer noch hier gefährliche Möglichkeiten mit diesem Läufer, je nachdem wie Weiß weiterspielt. Ja, zwei Miniaturen sagt man, glaube ich, dazu bei solchen Kurzspielen, die also wirklich Spaß gemacht haben. Nicht unbedingt nachahmenswert, die Eröffnungen, die hier gespielt worden sind, aber auf jeden Fall, hoffe ich jedenfalls, unterhaltsam gewesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten, dann wieder etwas ernsthafteren Video.